Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer du dieses Video siehst. Mein Name ist Iris Ludolf, ich bin Friedensberaterin und heute geht es um Energiemanagement. Das ist ein sehr weites Thema, ein sehr vielschichtiges Thema. Es geht unter anderem darum, es geht immer um deine Energie, wie du deine Energie managst in verschiedenen Situationen deines Lebens und allgemein. Und dazu gehört auch, dass du dir bewusst bist, wie viel Energie du denn gerade hast. Denn nur weil prinzipiell 100% möglich sind, was ist denn die Prozentzahl, die dir gerade in den Kopf kommt? So spontan, ohne drüber nachzudenken, die Zahl, die dir jetzt gerade kommt, das ist die Prozentzahl an Energie, die dir gerade aktuell jetzt zur Verfügung steht. Überrascht dich die Zahl, die dir gekommen ist? Wenn dir keine Zahl gekommen ist, ist es auch okay. Du kannst es ja auch fühlen, wie viel Energie du hast. Und es geht auch darum, wie gesagt, dir dessen bewusst zu sein, wie viel Energie dir zur Verfügung steht. Es gilt auch, dir bewusst zu machen, wo deine Energie hingeht, wem oder was du Energie gibst und was dir Energie wiedergibt, woraus du Energie ziehen kannst, was deinen inneren Akku wieder füllt. Wenn du immer nur gibst, 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 ohne dafür zu sorgen, dass du auch erhältst und dein Akku wieder aufladen kannst, läufst du auf Augenbrauen. Und das merkst du vielleicht. Oder hast du schon gemerkt. Und da ist es, ja, ich sag's, da ist es ganz egal, worum es geht. Ob du einen Job machst, der dir keine Freude macht, der dir Energie raubt. Ob der Job dir per se Freude macht, aber die Kollegen dir Energie rauben. Ob du dir den Raum gibst, einfach mal hinzusetzen, dich einfach mal hinzusetzen und die Beine hochzulegen und nicht immer nur tun, 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 sondern wie gesagt auch dem Körper die Zeit geben zu regenerieren. Und dazu musst du nichts tun, dazu hilft auch genügend Schlaf. Haha, bekommst du genügend Schlaf? Gibst du dir genügend Schlaf? Kannst du schlafen? Und warum, wenn nicht, warum nicht? Deine Gedanken fressen ja auch Energie. Und eine Freundin von mir hat neulich einen total tollen Text geschrieben, eine tolle Karte gemacht, ein Bild gemalt. Und der Spruch dazu lautete, sorry, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, entweder die Energie oder Harmonie in Balance halten, kostet ja auch Energie. Also wenn du zum Beispiel zwischen mehreren Stühlen stehst und du da immer Balance halten musst, das ist kräftezehrend. Und das anzuerkennen ist auch wichtig. Dich anzuerkennen ist wichtig. Und deswegen ist Energiemanagement so wichtig, wirklich deinen Fokus auf den Aspekt der Energie zu lenken und dich immer wieder selber dabei beobachten, wo fühlst du dich gut, weil wenn du dich gut fühlst, hast du auch mehr Energie. Die zwei Sachen gehören zusammen. Und es ist deine Aufgabe und deine Verantwortung dafür zu sorgen, dass du dich gut fühlst und dass dein Energiemanagement gut ausbalanciert ist. Dass du auch einzelnen Situationen, Gedanken nicht all deine Energie gibst. Wenn es einen Menschen in deinem Leben gibst, wo allein bei dem Gedanken an diesen Menschen dir die Galle hochkommt und du in eine Hasstirade verfallen könntest, was hilft dir das? Ehrlich, was hilft dir das? Außer dass du vielleicht Gallenprobleme hast und das hilft dir ja auch nicht.
Ja, ich hatte noch andere Gedanken und die sage ich jetzt doch, weil eventuell helfen dir Gallenprobleme. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Wenn du zum Beispiel so dolle Gallenprobleme dann hast, dass du ins Krankenhaus musst, bist du ja erstmal auch wieder ruhig gestellt. Das heißt, es hilft dir auf der Art schon, um ruhig gestellt zu sein, um zur Ruhe kommen zu können. Und was dann auch sein kann, ist, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst. Das könnte dir für den Moment auch helfen. Wir tun manchmal Dinge aus unbewussten Gründen, wo wir, wenn wir darauf angesprochen werden würden, aus vollster Überzeugung sagen könnten, bist du bescheuert, würde ich nie tun. Vielleicht doch. Und das ist total okay. Es ist hier keine Beurteilung oder Verurteilung. Es ist einfach nur, schau doch mal hin. Ist das vielleicht eine Option? Und was könntest du tun? Und auch das gehört wieder zum Energiemanagement. Was könntest du tun, damit deine Bedürfnisse erfüllt werden? Weil darauf solltest du deine Energie richten. Und wenn es dein Bedürfnis ist, dass etwas getan wird, und du aber denkst, jemand anderes müsste es tun und die andere Person tut es nicht, hast du dann die Möglichkeit zu denken, okay, ich verbringe jetzt all meine Energie und noch viel mehr darauf, sauer zu sein, dass die andere Person nicht tut, was ich von ihr oder ihm erwarte. Oder du tust es selbst und lässt aber auch alles los, alle Verurteilungen, die damit dranhängen. Weil das frisst wieder Energie. Guck da mal, wie viele Menschen oder Situationen oder was auch immer, worauf du deine Energie richtest. Verurteilung ist ein großer Bereich, in dem Menschen ihre Energie investieren. Und zwar viel davon. Boah, ey. Es ist selber, als würdest du sagen, warum steckt die Regierung so viel Geld in die Kriegsmaschinerie statt in den Frieden? Ist dasselbe in Grün, wie innen so außen. Kreiere dir die Welt, so wie sie dir gefällt. Und das Leben ist ein Wunschkonzert. Wenn ihr dir etwas wünscht, sorge dafür, dass du es umsetzt, diesen Wunsch. Andere sind nicht dafür verantwortlich, deine Wünsche zu erfüllen. Und ja, das sind klare Worte. Es ist halt so. Andere sind nicht dafür verantwortlich, ist deine Verantwortung. Und wenn du in einer friedlichen Welt leben möchtest, ist es deine Verantwortung, ein friedliches Umfeld zu kreieren und Vorwürfe, egal gegen wen, Anschuldigungen, egal gegen wen, helfen da nicht. Wenn dich eine Situation stört, sieh zu, was du tun kannst, um diese Situation zu ändern. Wenn du nichts ändern kannst, richte deinen Fokus auf was anderes. Vorher kannst du vielleicht gucken, ob du andere Organisationen oder Menschen unterstützen kannst, die daran was ändern können. Das ist nämlich auch wieder, das gehört wieder dazu, was kann ich tun? Wenn ich persönlich nichts tun kann, kann ich andere unterstützen, die etwas tun können. Damit tust du auch was. Zwar indirekt, aber du tust etwas und fühlst dich nicht ohnmächtig und hilflos. Wenn du direkt nichts tun kannst, und jetzt denke ich gerade mal an die Kriege, die überall gerade sind. Du kannst nicht in der Ukraine stehen oder nach Russland gehen und mit den Leuten reden und vielleicht doch, wenn du es kannst, mach es und wenn du es willst. Aber wir Einzelpersonen haben kein Zugriff und keine, wir können nichts ändern, ob da jetzt gekämpft wird oder nicht. Auch nicht in Israel, in Palästina, haben wir keinen Zugriff drauf. Wir können aber, wenn es uns am Herzen liegt, Menschen und Organisationen unterstützen, die Menschen vor Ort unterstützen. Können wir machen. Und ganz, ganz wichtig, wir können für Frieden in uns und in unserem Umfeld sorgen. Wenn du Stress mit dem Nachbarn hast, kannst du in diesem Stress ganz aufgehen.
Oder du kannst weiterhin nett grüßen, egal ob du eine Antwort bekommst oder nicht. Du kannst auch die Klappe halten und gar nichts machen. Aber dich nicht innerlich nicht aufregen, das meine ich damit. Es halt annehmen, es ist halt so. Es ist, du hast immer eine Wahl. Immer, immer, immer. Manchmal sehen wir sie nicht auf Anhieb. Da brauchen wir vielleicht einen anderen Blickwinkel von jemand anderem. Und ich hoffe, dass ich mit diesem und mit all meinen Videos dir immer wieder andere Blickwinkel an die Hand gebe, um deine Situation, die vielleicht festgefahren sich anfühlt, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und die Karre wieder ans Laufen zu bringen. Das ist mir ein Anliegen. Und auch Schritt für Schritt mehr Frieden in die Welt zu bringen. Und zwar fängt das, wie gesagt, bei jedem Einzelnen an. Deswegen sind diese Impulse ja auch Impulse für den Frieden im Alltag. Weil da fängt er an. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen ersten Advent. An dem Tag kommt nämlich das Video raus. Genieße ihn, wie auch immer ihn du ihn genießen möchtest. Genieße dich immer mehr. Und wir sehen uns nächste Woche. Mein Name ist Iris Ludorf. Ich bin Friedensberaterin für diesen Frieden in dir und in deinem Alltag. Hab dich wohl. Tschüss.